Hallihallo, ich melde mich heute wieder mit einem Tutorial für ein Mini-Album, für ein nicht ganz so kleines Mini-Album, aber es ist trotzdem relativ schnell gewerkelt, obwohl es so groß ist. Ich zeige es euch einmal ganz kurz. Also, wie ihr seht, ich habe das Ganze für mich schon vorbereitet für das Jahr 2017, weil in dem Jahr sind einfach nicht so viele Fotos entstanden. Warum auch immer. Aber macht ja nichts. Waren da wahrscheinlich eher mit Leben genießen als mit Fotos davon machen beschäftigt. Ja, auf jeden Fall passen da trotzdem noch genug Fotos rein. Und deswegen habe ich beschlossen, das Ganze für das Jahr 2017 zu nehmen. Ich habe nämlich mal ein anderes Album gewerkelt, das ich ursprünglich für das Jahr verwenden wollte. Das ist jetzt fürs Jahr 2018, weil da sind deutlich mehr Fotos geworden. Genau. Das Ganze schaut so aus. Vorne auf der ersten Seite habe ich eine große Tasche. Das sieht man da auf der Seite. Für die ganzen Sachen, Eintrittskarten, Erinnerungsstücke, die ich einfach lose da reingeben möchte und ein paar Notizen von dem Jahr, gebe ich dann da rein. Und die Seiten sind so aufgebaut, dass sie eigentlich alle gleich sind. Vorne ein Pocket und auf der Rückseite einen großen Flap. Was sie bei dem Album habe, ich habe da auch noch die Möglichkeit, was reinzugeben. In dem Album, das ich mit euch heute werkeln werde, wird das nicht der Fall sein, weil ich eine andere Bindung mit euch basteln will. Nicht immer die, die ich eigentlich immer mache, weil ich bin davon abgekommen, oder nicht abgekommen, aber ich habe andere Bindungen entdeckt, die ich einfach total cool finde und die würde ich jetzt gerne mit euch ausprobieren. Genau. Die Seiten sind wie gesagt alle sehr ähnlich aufgebaut. Einmal habe ich da unten eine Tasche, dann habe ich auf der Seite eine Tasche und auf den Rückseiten befinden sich immer Flaps, einmal nach oben und einmal zur Seite. Mal wieder unten ein Pocket. Bei der Seite, das ist die mittlere von den fünf Seiten, also es gibt fünf Basisseiten. Da habe ich eine Karte vorne drauf gewerkelt. Mit einem Magneten sind die beiden Flaps einmal nach oben und nach unten miteinander verbunden. Und das war's schon. Dann geht es wieder weiter mit einem seitlichen Pocket. Flap nach oben und noch ein Pocket unten. Und hinten wieder eine große Seite zum Aufklappen. Und auf der Rückseite befindet sich ein Wasserfall-Ziehelement. So. Und was mir da ein bisschen misslungen ist, das werde ich heute nicht mehr machen. Ich habe das letzte, ich will halt immer Designpapier aufbrauchen. Und der Streifen, den ich da verwendet habe, ist einfach zu kurz. Also das sollte, wenn man es ganz aufgezogen hat, da noch drunter reinpassen, das Designpapier, was man on top gibt, oder man lässt es halt komplett weg, weil sonst hackelt es ein bisschen beim Druck reinschieben. Aber ansonsten haltet das wunderbar. So, genau. Und wie wir das Ganze werkeln werden, zeige ich euch jetzt. Ich gebe das mal zur Seite. Und wir fangen an mit den Basisseiten. Dafür nehme ich mir mal mein Falzbrett zur Hand und mein Falzbrett. Genau, und ich habe einmal so eine dicke Rolle A3-Papier in verschiedenen Vintage-Muster quasi. Weiß ich nicht, wie man dazu sagt. Ich sage dazu Vintage-Papier, ist ja egal. Einen dicken fetten Stapel A3-Papiere eben kriegt und die wollte jetzt einmal aufbrauchen und da habe ich mir schon ein bisschen was zurechtgeschnitten und zwar brauchen wir 5 Seiten in den Maßen 16,5 mal 20,5 und das Ganze falzt mal bei einem Zentimeter bei allen 5 Seiten. So schnell sind wir mit den Seiten auch schon fertig. Die legen wir uns einmal zur Seite und dann können wir auch schon anfangen, die einzelnen Seiten zu gestalten. Dafür nehme ich mir mal die erste Seite zur Hand
fällt mir die Falzlinie nach. Und wir fangen an mit einem Pocket für unten. Und da brauchen wir ein Stück in den Maßen 17,5 × 10 cm. Und das ist bei mir nicht exakt 10 cm, wie es gerade sieht, aber das ist total egal. Wir falzen uns das Ganze ringsherum oder an drei Seiten, nicht ganz herum, an drei Seiten bei einem Zentimeter. Ziehen uns die Falzlinie nach. So. Nehmen wir uns eine Schere zur Hand. Hoppala, fliegt mir schon der Kleber entgegen. Und schneiden uns diagonal durch den Kreuzungspunkt die Ecken weg. Also schrägen sie uns ab. Und somit kreieren wir uns eine Klebelasche. Und das mache ich da oben genauso. So. Das geben wir dann gleich weg. Dann nehme ich mir meinen Kleber zur Hand. So, und ihr seht, das Papier ist zwar stärker, ich schätze mal, das wird so 120 Gramm oder so sein. Also eigentlich eh das Papier, das ich sonst auch als Basispapier verwende, wenn ich Mini-Alben bastel. Aber da kommt dann auf jeden Fall noch Designpapier drauf. Wer zum Beispiel die Pockets, wer zum Beispiel Pockets nur mit Designpapier arbeiten möchte, kann das natürlich auch machen. Schaut auch gut aus. Aber nachdem ich so viel Verschnitt gehabt habe, weil das halt so das A3-Format eben ist, habe ich das jetzt als Basis genommen und werde mir dann da oben einfach Designpapier drauf geben. Das Ganze mit dem Pocket machen wir zweimal. Wenn wir die drei Pockets dran geklebt haben, nehmen wir uns noch die anderen beiden Seiten vor. Und dafür habe ich mir vorbereitet zwei Streifen in 8 cm in der Breite und in der Länge bei 22,5. Dann falzen wir uns das wieder dreiseitig, aber einmal über die lange Seite und zweimal über die kurze Seite. Machen wir jetzt gleich bei beiden. Dann ziehen wir uns die Falzlinie nach. Dann nehmen wir uns wieder die Schere zur Hand und schneiden uns die Ecken ab, beziehungsweise schrägen uns die Ecken ab. Dann nehmen wir uns die letzten beiden Seiten zur Hand, falzen uns auch da die Klebelasche einmal um. Die Klebelaschen übrigens von den Seitenelementen schrägen wir uns nicht ab. Also die bleiben so, wie sie sind. Und dann nehmen wir mal wieder den Flüssigkleber und das Pocket geben wir uns, also ich gebe mir das, an die Seiten, wo die Klebelasche ist. Also so da dran. Und nicht auf die andere Seite, weil da ist im Prinzip außen und dann kann man leichter die Fotos, die man dann reingibt, raus und reinnehmen, raus und reinziehen, rausziehen und reinschieben. Genau. Wer will, kann das natürlich auch auf die andere Seite geben, aber da hat man dann halt immer das Buch im Weg und das ist vielleicht nicht so angenehm. Pockets befestigt haben, nehme ich mir mal die ganzen fünf Seiten zur Hand und sortiere mir mal die Seiten, wie ich sie gern haben möchte. Nämlich immer abwechseln und ich fange mit dem
Bockett unten an. Und dann verfahre ich nämlich so. Ich möchte nämlich für die mittlere Seite eine spezielle Faltung oder halt ein anderes Element haben als bei den anderen. Ich werde es gleich merken, was ich meine. Ich fange mit der ersten Seite an und da möchte ich einmal ein seitliches, ein Flap, eine Seite haben, die zur Seite zum Öffnen geht. Weiß nicht, vielleicht werde ich es mir irgendwann einmal angewöhnen. Und zwar hat das 16 cm in der Breite und 20,5 in der Höhe. Falls sie mir bei einem Zentimeter. Und das falte mir dann gleich einmal nach. Dann nehme ich mir die erste Seite, drehe sie um und gebe mir wieder Flüssigkleber drauf. Und da schräge ich mir jetzt die Kanten eigentlich nicht ab. Das kann man machen, aber ich mag es eigentlich. Mach das bei diesen Seiten eigentlich nie. Weil es kommt dann eher Designpapier drüber und dann sieht man das nicht mehr wirklich. Und dann gebe ich mir das einfach bündig auf die Außenkante an. Also nicht auf die Seite, wo das Bindeelement ist, sondern auf die gegenüberliegende Seite. Drücke mir das fest und fertig ist die erste Seite. Dann nehme ich mir die zweite Seite her. Beziehungsweise nehme ich mir das, was ich mir vorbereitet habe. Das wird eine Seite, die sich nach oben aufklappen lässt. Und das hat das Maß 21 cm mal 15,5. Und das falzt man an der langen Seite bei einem Zentimeter. Wieder nachziehen. Flüssigkleber draufgeben. Dann nehme ich mir eben die zweite Seite her. Das ist in meinem Fall an mit einem Pocket auf der Seite. Und dann gebe ich mir an die Oberseite, an die obere Seite, bündig. Da orientiere ich mich an der Außenkante, dass das schön gerade ist und drücke die Seite fest. Und somit haben wir eine Seite nach oben zum Aufklappen. Und bei der nächsten Seite, jetzt komme ich zu dem Teil, das ist ja die mittlere Seite, die dritte Seite. Da habe ich mir ein paar Seiten vorbereitet. Und zwar zwei Seiten, die sich nach oben und unten klappen lassen. Die haben das Maß 15,5. Mal 11 cm und an der 11 cm Seite falls man bei einem Zentimeter bzw. bei 10, so tue ich mir persönlich eigentlich leichter beim Anhalten, weil da kann ich das ganze Papier schön fest am Falzbrett festhalten. Ist leichter als bei 1 cm. Genau, und da habe ich mich bisschen verfalzt. So. Und das können wir uns auch schon ankleben. Wenn wir die zwei Flaps reingeklebt haben, gehen wir das kurz zur Seite, dann nehmen wir uns ein Stück Papier, das 21 cm mal 13 cm hat. Ich schaue gerade auf meinen schlauen Zettel. 14,5 soll es eigentlich haben. Ich habe da in meinem Fall jetzt einfach ein Reststück genommen. Das ist natürlich auch okay. Und falls an der 21 cm Seite bei 10,5 cm. Und wenn man es mit 14,5 cm in der Breite bzw. Höhe hat, dann hat man auch genau ein Kartenformat. Also man könnte dann auch im Endeffekt einfach eine Basiskarte
hernehmen und die dafür verwenden. Genau, ich in meinem Fall habe das jetzt nicht gemacht. So, und das Ganze wird dann an die obere Seite geklebt und lässt sich dann so öffnen. Ich klebe das Ganze jetzt aber noch nicht fest, weil ich möchte das ja noch mit Designpapier verschönern. Was ich aber machen kann und machen werde, ist, dass ich mir da auf die Rückseite schon einmal einen Magneten befestige. Mal ungefähr auf der unteren Seite, damit ich es dann einfach nicht vergiss. Kommt dann da drauf. Ich klebe den Magneten jetzt noch nicht fest. Ich werde zuerst das Designpapier raufgeben, dann oben festkleben, dann den Magneten da drauf geben und dann verschiebe ich das Ganze mit Designpapier unten. Weil wenn ich das jetzt da mit dem Magneten befestige und dann beim Festkleben da irgendwie verrutscht und dann passt das mit dem Magneten nicht zusammen, wäre dann schon drum. Deswegen stecke ich das jetzt einfach so rein, gebe das zur Seite. Und dann wird das noch schon. Nehme ich mir wieder ein Papier. Also ich habe jetzt noch zwei Seiten übrig im Endeffekt. Das eine hat das Maß 15,5 mal 21 cm. Das ist eine Seite, die sich nach oben aufklappen lässt, falls sie an der langen Seite bei 1 cm und das andere hat 16 cm in der Breite und ist 20,5 cm lang und das falls sie bei 1 cm an der kurzen Seite. Und das klebe ich mir jetzt auf die verbleibenden zwei Seiten auf die Rückseite drauf. Wenn wir die Seiten soweit einmal fertig vorbereitet haben, geben wir uns die zur Seite und nehmen uns ein Papier eurer Wahl zur Hand. Und wir brauchen Karton einmal in den Maßen 6 cm mal 21 cm. Und zweimal mit dem Maß 16 cm mal 21 cm. Dann schauen wir, dass sich das so ungefähr ausgeht. Schauen wir, wo die Mitte ist. Also bei mir geht sich das mit einem A3 Papier jetzt super aus, muss ich sagen. Das werde ich dann so lassen. Dann hole ich mir mein geniales Werkzeug. Nehme ich jetzt den Tombow, weil aus der Flasche einfach mehr rauskommt. Gehe mir da vollflächig den Flüssigkleber drauf. Auf den Buchrücken. Schau, wo ich jetzt eben ungefähr die Mitte habe. Oben und unten. Und links und rechts. Und klebe mir das einmal drauf. Dann nehme ich mir wieder meinen Abstandhalter. Wer das nicht hat, nimmt sich einfach den Karton in doppelter Stärke zur Hand, legt den dazwischen rein. Das funktioniert genauso gut. Wichtig ist einfach, dass man genug Platz zwischen den beiden Kartonhälften, also zwischen dem Buchrücken und dem Karton, der Kartonvorderseite oder Rückseite eben, lasst, damit man beim Auf- und Zumachen des Kartons dann, des Albums genug Platz hat und Spül hat. Sonst kann es passieren, dass es reißt oder sich nicht schön öffnen oder schließen lässt. Ich muss auch dazu sagen, ich glaube, das habe ich schon einmal gesagt, dass ich am Anfang auch immer, ich habe ein bisschen einen Spalt gelassen, aber nie so viel, weil ich immer gedacht habe, das ist viel zu viel. Aber in Wahrheit ist es nicht so viel. Es ist tatsächlich, lassen sich die Alben viel besser öffnen und schließen. Aber das muss man einfach ausprobieren und da kriegt man ein Gespür dafür. Dann kann man das einfach frei Auge oder frei Schnauze draufkleben und man lässt halt einfach 1, 2, 3 mm Platz, je nach Dicke des Kartons. Aber ich mag das, ich finde das einfach
praktisch. Alles, was praktisch ist und mir hilft, will ich haben. Schimpft oft einmal mein Mann mit mir, aber ja, ich finde es praktisch, ich will es haben. Punkt. So, dann drehen wir das Ganze einmal um. Nimm mir ein großes Falzbein zur Hand und gehe mal vollflächig drüber. Verstreiche mir das Ganze noch ein bisschen, sofern der Kleber noch nicht hundertprozentig eingezogen ist. Aber so, streiche dann auch gegebenenfalls irgendwelche Luftbläschen noch raus. Dann schaut das Ganze zum Schluss schöner aus. Dann schräge mir die Ecken ab. Dafür nehme ich mir eben dieses Eckenlineal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das heißt. Aber es hilft mir dabei, dass ich da den richtigen Abstand habe zum Karton hin, den richtigen Überstand, so, damit ich dann die Ecken schön einschlagen kann. Kann man dann, wie gesagt, natürlich auch einfach Freihand machen. Aber mir ist das einfach zu oft schon passiert, dass es eben nicht schön geworden ist. Und deswegen bin ich sehr dankbar über dieses Lineal. Ich glaube, das findet man, wenn man so noch Buchbinder-Utensilien sucht, findet man das. Aber wenn es interessiert, kann sich natürlich gern bei mir melden, dann helfe ich gern weiter. So, jetzt kommt dann mein neuer Trick 17, den ich ja das letzte Mal schon gezeigt habe. Wenn man einfach mit dem Falzbein von der Außenseite entlang vom Karton formt, kriegt man schöne, saubere Kante beim Einbinden vom Karton zusammen. Und das finde ich so cool. Ich war richtig begeistert, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Das ist echt schön sauber. Vor allem auch, ich denke einmal, wenn man es mit ein bisschen dickerem Papier, also wenn man es zum Beispiel gleich mit Designpapier macht, kriegt man da bestimmt auch noch schönere, saubere Kanten zum, als wenn man es so macht, wie ich es früher gemacht habe. Also ich habe das ja einfach genommen und so ein bisschen in Form gebogen und so hat man aber einfach richtig schöne, saubere Kanten. So, ich forme mir das natürlich trotzdem noch einmal nach, weil das Papier ein bisschen, es ist nicht dick, aber es ist so rutschig. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, die Optik ist ja total genial. Gefällt mir total gut, das Papier. Deswegen habe ich es auch gleich verbasteln müssen jetzt, als ich das gesehen habe. So, und dann nehme ich mir jetzt ein dickeres. Ein dickeres Abreißklebeband zur Hand und gebe mir da entlang der äußeren Kanten einmal das Klebeband rundherum drauf. So, dann gehe ich mit meinem Falzbein noch übers doppelseitige Klebeband drüber und verbinde mir das anständig mit dem Papier. Vor allem bei dem Papier ist das, weil das eben so eine sehr glatte Oberfläche hat, mag dann oft der Kleber auch nicht wirklich dran haften bleiben. So, weil ich mit der Flasche Freund bin, weiß ich noch nicht so ganz, weil irgendwie mag sie mich nicht so. Dann gebe mir noch der Flüssigkleber entlang vom Karton. So, und verteile mir das dann gleichmäßig über die ganze Seite. Ziehe mir dann das Abreißklebeband, also die Schutzfolie ab. Ziehe mir das einmal in der Mitte schön straff. Und dann streiche ich mir das
links und rechts schön über den Karton. Dann nehme ich mal das andere Falzbein und schupfe mir da die Ecke so rein. Und dann streiche ich mir das Ganze noch glatt. Auf der anderen Seite genauso. So. Drücke das fest. Das schaut dann so, so aus. Und dann kriegt man am Ende eine schöne, saubere Kante. Das mache ich jetzt mit der unteren Seite genauso. Und auch an den kurzen Seiten mache ich das dann im Endeffekt gleich. Ich gebe mir wieder entlang vom Karton den Flüssigkleber. Da habe ich jetzt zwar nicht so viel Platz, aber den gebe ich mir trotzdem drauf, dass sich das schön mit dem Karton an den Kanten selbst auch verbindet. Und streiche mir das dann wieder schön drüber. So. Und seht, da hat man dann einen richtig schön sauberen Abschluss. Und auf der letzten Seite genau das gleiche. Dann nehme ich mal ein etwas dickeres Falzbein zur Hand und vorsichtig in der Mitte den Spalt quasi nach. Und dann kann ich mir langsam mal die Seiten nach oben biegen und das Ganze natürlich auf beiden Seiten. So. Und dann ist das Cover schon fertig. Und jetzt werde ich die Innenseite verblenden. Dafür habe ich mir schon einen Streifen einmal zurechtgeschnitten in der passenden Höhe. Das hat 20,5 cm in der Höhe. Und jetzt nehme ich mir einfach einen Bleistift zur Hand. Schau in etwa, wie lange ich das haben möchte. Und markiere mir das. Und dann schneide ich mir das bei der Markierung ab. Und dann klebe ich mir das da drauf. Wäre jetzt nicht so, wie ich A3-Papier hat, weil das hat jetzt doch eine ziemliche Länge, also über 35 cm irgendwas. Kann sich entweder Designpapier nehmen. Ja, kann sich Designpapier einfach nehmen, das ungefähr bis zur Mitte messen. Also das hat 16, 17, 18, also 19 cm mal 20,5, einmal links, einmal rechts. Oder 18 cm. Es geht darum, also wir brauchen nur da 1 cm, muss das Designpapier drüber stehen, beziehungsweise besser waren 1,5 bis 2 cm drüber stehen. Wenn da in der Mitte nur ein bisschen Karton sichtbar ist, ist es wurscht. Sprich, man kann sich bis daher das Designpapier kleben und bis daher und das in der Mitte ist egal, das wird nachher von der Bindung abgedeckt. Genau, ich werde mir das jetzt da drauf kleben. Das Ganze klebt, gehen nun fahren wir mit dem Falzbein drüber. Streiche mir das Ganze schön fest, dass es da wirklich anständig klebt. So, ja. Nicht ganz in der Mitte, aber
dafür mit Liebe und ein bisschen fluchen. So, dann suchen wir uns wieder den Spalt zwischen den Buchrücken und der Vorder- bzw. Rückseite und streichen uns da das Papier mal in den Spalt rein. Und das machen wir auf beiden Seiten. Und eben seitdem ich das dickere Falzbein verwende, reißt bei mir kein Papier mehr ein. Oh Wunder. Habe ich echt schon an mir gezweifelt. So, und dann ist das Cover jetzt wirklich fertig. Und jetzt geh her und nimm mir ein Lineal und einen Bleistift. Da hatte ich mir ein Lineal und einen Bleistift und dann gehe da von dem Spalt vom Buchrücken haben wir 6 cm und wir haben 5 Seiten, das heißt wir markieren uns bei 5 mm einmal links und einmal rechts einen Punkt. Das Ganze zweimal. Und dann ziehen wir uns da eine Orientierungslinie. Das Ganze muss jetzt nicht sein. Das kann man auch Auge mal Pi machen. Aber ich finde das einfach schöner, wenn man es hat. So, dann nehmen wir uns wieder unsere Seiten zur Hand. Und da verfahren wir jetzt so, dass wir uns den Flüssigkleber nehmen. Jetzt habe ich zum Jumbo gegriffen. Macht auch nichts. Geben wir uns auf die Klebelasche Flüssigkleber. Und dann halten wir uns das an die Linie an, die wir gerade gezogen haben. Schauen, dass wir oben und unten den gleichen Abstand nach außen hin haben und dass wir gerade an der Linie sind, die wir gerade gezogen haben. So. Und drücken das Ganze fest. Jetzt nehme ich mir aber wieder meinen anderen, weil irgendwie passiert mir das mit dem nicht. Dann nehme ich mir die zweite Seite, gebe mir wieder auf die Klebelasche den Flüssigkleber drauf und da jetzt ruhig ordentlich Kleber drauf geben, weil das haltet uns ja im Endeffekt das ganze Album. Und jetzt gebe ich mir die Kanten ans Ende von der Klebelasche von der vorherigen Seite. Schaue, dass ich oben und unten wieder bündig bin. Drücke mir das Ganze einmal fest. Dann gehen wir da hoch. Verrutscht. Mhm. Okay, also der Tacky Glue ist nicht ganz so. Zieht nicht ganz so schnell ein wie der Tombow auf dem Papier. Aber das stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Dann kann ich noch ein bisschen nachgucken, nachdem ich so gern verkackt. Auf der dritten und vierten Seite verformen wir jetzt gleich. Da kleben wir dann immer am Ende vom Bindungselement kleben wir die nächste Seite dazu. Und bei der letzten Seite machen wir es ein bisschen anders. Also kleben wir jetzt nochmal die anderen Seiten ein und bei der letzten Seite zeige ich dann gleich wieder, wie wir das da machen. So, am letzten Meter. Wie soll es auch anders sein?
ist mir natürlich ein Malheur passiert. Also wir hätten am Anfang statt 5 mm einen ganzen Zentimeter die Markierung setzen sollen, damit es schön in der Mitte ist. So, wenn wir die 4 Seiten bzw. in meinem Fall 5 Seiten eingeklebt haben und die letzte Seite einkleben wollen, machen wir das ein bisschen anders als die vorherigen Seiten. Also wichtig, wer es erst im Nachhinein nachbastelt. Fangt bei 1 cm an, nicht bei 0,5 cm. Sonst macht es noch eine Seite dazu, dann seid ihr wieder symmetrisch, so wie ich jetzt an. Also ich habe mir jetzt ganz schnell noch eine Seite nachgewerkelt mit einem seitlichen Pocket und einer Seite seitlich noch zum Aufkloppen. Und da habe ich meine Klebelasche. Und diese Klebelasche, bei allen haben wir sie ja quasi noch hinten eingeklebt. Die letzte falten wir uns jetzt nach vorne und geben so den Flüssigkleber drauf. Ich erkläre es euch vielleicht erst kurz. Und dann geben wir das direkt auf die Klebelasche von der vorherigen Seite drauf. Geben wir uns das dabei zur Seite, dann sehen wir es besser. Direkt so drauf, dass man dann von hinten quasi überhaupt gar nichts mehr von dem Bindungselement sieht. Und deswegen finde ich das so cool, weil man bei der anderen Technik, die ich sonst immer mache, sieht man immer das einfarbige Papier vom Bindungselement. Und wenn man das nicht sehen möchte, dann finde ich die Bindungstechnik einfach nur genial. So, man muss nur da aufpassen, dass man da jetzt nicht auf die Falzlinie klebt von der Seite, sondern am dicken davor, wenn man das erkennen kann. Also wir sind da an, genau vor der Falzlinie von der Seite, von dem Bindungselement von der Vorderseite. So. Und das war es dann jetzt da. Also wenn man jetzt, was ich nämlich echt cool finde, wenn man jetzt da Designpapier drauf gibt zum Verblenden vom Karton, sieht man bis zu der Seite wirklich das Designpapier und da auch, und man sieht nichts von dem Bindungselement, und das ist, es hat einfach so einen richtig schönen einheitliche Optik. Genau, das finde ich einfach richtig cool. Und von oben schaut das Ganze so aus. Ich muss dann noch einmal ein bisschen nach drücken. So. Und dann kann man auch schon loslegen mit den Seiten, mit dem Bearbeiten der äußeren Seiten.